Sie haben uns verlassen, mein Kind. Die Bruderschaft von Nord ist zerbrochen. Du bist der Einzige, der sich nicht von mir abgewandt hat. Jetzt, in diesem Moment, feiern McNeil und seine GDI-Lakaien ihren Sieg. Sie bezeichnen den Konflikt als Zweiten Tiberium-Krieg. Sie haben den Tacitus, aber sie verstehen nichts von seinem Zweck. Unsere Technologie hat versagt. Kabal ist nicht mehr. Lauscht den Klang eurer eigenen Vernichtung. Seine Seele aber lebt weiter. Unsere Feinde glauben, sie hätten uns besiegt. Und dass ich nicht mehr unter den Lebenden weile. Doch da haben sie sich gewaltig getäuscht. Du und ich, wir leben noch. Mehr sind auch gar nicht erforderlich. Wir werden gemeinsam eine große Armee führen. Seite an Seite werden wir den Geknechteten zeigen, wer der tatsächliche Feind ist. Die GDI spricht von Wohlstand für alle. Aber in den Slums von Rio kennen die Armen und Hungrigen die Wahrheit. Sie wurden vergessen. Sie haben nichts. Bloß ihren Zorn. Wir werden aus diesem Funken ein Feuer entstehen lassen, das einen gewaltigen Flächenbrand auslösen wird. Friede durch Macht. Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer Cans Rache. Moment. Ein Pulverfass, das in die Luft zu gehen droht. Sehr schnell werden die Flammen der Rebellion aufflackern und sich ausbreiten. Ja, Ken hat zu Ende gesprochen. Wir sind hier mittlerweile in Rio angekommen. Es ist Ende des zweiten Tiberiumkrieges. So, kommt mal mit. Wir müssen ja auch ein bisschen schnell agieren. So, zack, 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 zack. So, macht die mal hier fertig. Brauchen selbstverständlich hier die ganzen Klamotten, die hier noch stehen. Kämpfer durchladen! Wir haben die Raketen! Kämpfer durchladen! Suche gute Position! Wir haben die Raketen! Hier kommt mit hier hoch. Kommt auch mal mit. Auch wenn die jetzt hier drauf gehen, hier oben, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich stelle mich mal vor. Was ist unser nächstes Ziel? So, dann geht er mal hier mit drauf. Scheiß was auf die Sammler, ehrlich, weißt du? Einfach vollkommen egal, was mit den Dingen jetzt los ist. Einfach drauf, drauf, drauf. So, hin. Ja, Verluste werden wir natürlich haben. Woher die GDI immer ihre Klamotten bekommt, das ist mir echt noch ein Rätsel. Das ist so ein Ding, was hier überhaupt nicht geht in dieser Mission. Ziemlich cool, was? Los, los! Einheit wird angegriffen. So, macht ihr die mal fertig. Ja, Sammler, das kann, da kann man jetzt echt nicht drauf achten. Schießt auf alles, was sich bewegt. Kämpfer durchladen! Yeah. So, hier kommt man mit. Komm, Kämpfer durchladen! Hier kommt man mit hier hin. Kämpfer durchladen! Nicht schlapp machen! Los! Ja, dass er jetzt hier vorne ist, das war jetzt nicht mit eingeplant. Normalerweise müsste er mit hier vorne sein, aber das ist völlig komm, egal. So, da kommst du mit hier hin. Ja, man sieht die Ingenieure hier raus nicht so schnell. Ich hab was für Sie. Kommt mal alle mit. Auf die Beine! Los! Was steht als nächstes an? Sollen wir sofort platt machen? Nieder mit der GDI! Mitkommen, mitkommen, mitkommen.
Okay, ein Reparierbus muss ich noch umstellen. Ah, guck mal, Verstärkung. Ist das sehr schön. Sehr schön, ist mal das hier weggerotzt. Ey, wo die GI immer herkommt, ja, aus den äußersten Kartenrand. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Dann macht es mal fertig. Hier kommt noch mit. So, was können wir gebrauchen? Ja, macht ihr mal. Immer drauf. Dasselbe machen wir mal hier oben. Ja, die Mission, die dauert ein bisschen länger als sonst. Ein bisschen. Ja, ist gut. Zack, weg damit. Diese ständige Verstärkung der GDI, die kotzt mich einfach nur an in dieser Mission. Einfach vernichten. Gar kein Problem. Genau. Panzer brauchen wir ja auch noch. Mitkommen. Geht mal hier mit hin. Ihr kommt mal mit auch hier hin. Das Ganze muss sehr fix vonstatten gehen. Ja komm, wir konnten das hier platt machen. Das Ganze können wir normalerweise auch nur mit Infanteristen erledigen. Na ja, kommt mal lieber hier runter, bevor ihr ganz drauf geht. Da haben wir auch noch eine. Völlig vergessen. Sobald wir alle alle Stationen eingesammelt haben, können wir auch endlich Panzer bauen, die wir auch so dringend benötigen. So, hier oben ist alles frei. Also mit dem ist es auch kein Problem, bis hier rein. Ja, das heißt kein Problem. Hier sind ja überall Grenadiere drin. Da brauchen wir unbedingt gepanzerte Fahrzeuge. Wäre nicht besonders klug, das jetzt mit Infanteristen zu machen. Dann bist du die so schnell los. Das habe ich beim ersten Versuch mal gemacht. Das kannst du absolut vergessen. Kann ich irgendwie helfen? So, und so lange passiert hier auch nichts. So, komm, geh rein. Wir brauchen Panzer. Gebäude besetzt. Neue Bauoption. Bonusziel erreicht. So, brauchen wir ganz schnell welche. Na, Wut und Unzufriedenheit. Das ist das Blut der Bruderschaft. Sollte es zum Aufstand kommen, verliert die GDI die Unterstützung der Öffentlichkeit. Und das schwächt die Grundlagen ihres angeblichen Mandats. Verkaufsmodus muss ich auch noch ändern. Rio wird gereinigt werden durch die Flamme der Rebellion. Machen wir alles in der nächsten Folge. Das ist alles dann parat, aber irgendwie funktioniert das hier nicht. Das möchte nicht. Ja, steht, wir müssen die verteidigen. Können wir noch ein bisschen hier was von bauen. Obwohl, die können wir stehen lassen. Die müssen unbedingt hinten drauf. Gucken, wie wir es hier anstellen. So, treffe ich alle mal in der Mitte. So, drauf das Gebäude. Scheiß was drauf. Dann gehen wir sofort mit allen Einheiten, mit allen, was wir haben. Gehen wir dann auf die Notbasis drauf. Verstärkungen sind eingetroffen. Einsatzziel erreicht. Mitkommen. Wer untersteht sich, unsere Vorherrschaft anzuzweifeln? Du Würstchen.
ausgerottet, genau wie der Pinsack. Guck dir an, was für ein Mob ich hier ankomme. Was willst du eigentlich von mir? Wir sind die wahren Erben, Lotz. Ihr seid gar keine Erben, ihr seid nichts. Bereut! Zieht euch zurück! Nö. Oder folgt eurem Propheten in die Vergessenheit. Ja. Ja, und während Rio brennt, kommen alle aus ihren Verstecken. Splittergruppen. Drauf. Die Ungläubigen, gespalten, schwach. Mitkommen, alles muss mitkommen. Wir sollten sie wieder vereinen. Vereinen in den Armen der Bruderschaft oder vereinen im Tod. Wird angegriffen. Geht angreifen. Diese Splittergruppe wagt es sich, Kane zu widersetzen. Das ist in Sicht. Eieieiei. Neues Bonusziel. Einheit verloren. Vorwärts! Angriff! Holen wir sie uns! Scorpion ist bereit! Scorpion ist bereit! Feuer! Einheit wird angegriffen. Komm drauf, hau das scheiß Ding weg. Initialisiere Video-Ablink. Bruder! Freund! Zack, noch Bonusziel erreicht. Komm schon, hau das Ding weg. Ah, wir haben was verloren. Nicht gut. Waffen zu Füßen und schwören dir wahre Treue. Und im Namen Kains, des einzigen echten Propheten. Ich bitte dich, ich flehe dich an, verschone uns. Nein. Einsatzziel. So, Bauhof ist weg. Keine Gefangenen. Dienstleistung aktualisiert. Da. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Bonusziel. Kann nicht an. Oh, haben wir doch erreicht. Wie geil ist das denn? Oh, ach du Scheiße, das haben wir. Ey, ich hoffe, das haben wir wirklich erreicht. Weil die haben eine Station zerstört. Oh oh. Ich hoffe mal. So, 10 Minuten. Okay, sehr gut. Obwohl, jetzt muss man überlegen, die haben eine Radiostation zerstört und wir haben es trotzdem geschafft in der Zeit. Wahrscheinlich hat es wieder sich irgendwie beschnitten, aber ist egal, wir haben es geschafft, auch schwer. Jo, liebe Leute, das war die erste Mission. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal und bis dann.